Guten Abend, liebe Damen, liebe Herren. Von einem Moment auf den anderen, alle Sicherheiten, die wir hier in Europa hatten, sind über den Bord geworfen worden. Es sind einschneidende Maßnahmen, auch bei uns. Die Werte, die wir für wichtig und selbstverständlich hielten, sind nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Mit dem Krieg, mit dem 24. Februar, unsere Geschichte in Europa und in der Welt wird nicht so sein wie zuvor. Wir können auf unsere Art und Weise das Leid mit den Menschen mittragen, indem wir in christlichem Sinne ihnen zur Seite stehen. Mit unserem Gebet, mit unserer Hingabe, mit unserer finanziellen Unterstützung, mit unserer Infrastruktur, das wir hier vor Ort zur Verfügung haben. Ich bin seit einem Jahr hier Pfarrer im Pastoralraum am Rohrdorfer Berg und die kürzeste Zeit haben wir eine enorm große Welle der Hilfsbereitschaft bei den Menschen vor Ort gefunden. Wir haben über 80 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen, von denen wir wissen. Wir wollen ihnen helfen, diese schlimme Zeit, wie gut nur es möglich ist, zu überstehen. Deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie heute gekommen sind für die Bereitschaft unserer Künstlerinnen und Künstler und für die Bereitschaft, weil das Konzert ad hoc ist durch die zündende Idee des Dorfmuseums entstanden unter der Leitung von Josef Mohn. Ich wünsche Ihnen einen schönen, angenehmen Abend und vergessen wir eine Sache nicht. Alles, was wir hingeben, bekommen wir in welcher Form auch immer, in eine 10-fache, 20-fache oder 50-fache Form zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen, angenehmen Genuss von der Darbietung von unseren heutigen Künstlern. Dankeschön. Thank you.
Thank you.